Prozent. Überall ist Rekuts. Überall im Torb, also Brot, ne? Oder im Nicht-Torb, Brötchen. Überall. Efak. Ne, Efak, ja, ich trinke einen Kaffee, ja, schwarz. Also dann habe ich ja auch keine Rekuts drin, ne? Ja, oder man kann ja natürlich auch dann so, manche machen sich ja morgens so Milchshakes, ne? So Skirsch. Skirsch, schlimm. So schlimme Milchshakes. Ja, so hat ja jeder so seine Sachen, aber man muss immer sich drauf freuen, ne? Also ich bin morgens immer so, ich stehe auf und denke schon, oh, gleich den Kaffee, da freue ich mich, ne? Das ist sowieso das Positive. Das Evit Isop. Evit Isop. Wir machen heute ja nur rückwärts spontan hier immer, ne? Alles, was ich so sage, immer dim, dilim, 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 gerade so aus dem Gehirn, nur für euch, damit ihr üben könnt. Weil ihr wisst ja, zumindest mal die Jüngeren, ne? Die haben ja bald ein ganz neues Leben, ne? Rückwärts sprechen in der Schule. In der Elusch. Als Schulfach. Chavlusch. Also wer die Idee hatte, ey. Vielleicht war ich es ja. Ja, da muss man natürlich dranbleiben jetzt. Ne? Da muss man so seine Synapsen immer anstrengen. Ne? Nyspanüs. Habt ihr auch welche im Kopf? Manche haben ja vielleicht weniger, manche mehr. Ne? Nyspanüs. Synapsen. Die machen ja bang, diddle, bang, diddle, bang, diddle, bang, diddle, bang. Das ist ja so die Vernetzung vom Gehirn zum Beispiel, ne? Sagt man, ne? Und da kann sich ja der Kaffee auch andocken, ne? Der dockt sich da an. Andocken. Andocken sagt man ja nicht. Dann wär's ja irgendwas mit dem Hund, ne? Der Hund heißt ja Doc. Gott, ne? Gott. Doc. Gott. Boah, ey, diese Wortspiele. Ich liebe es, ne? Aber das allerbeste Beispiel ist immer noch, Spongebob sagt's jetzt für euch. Backkakao.